1950 wurde die erste Weingräfin des Leininger Lands gekrönt. Bis zum heutigen Tag nach dem Vorbild von Gräfin Eva von Neuleiningen. Der Grünstadter Weinwettstreit und die Krönung der Weingräfin des Leininger Lands findet jedes Jahr auf dem Luitpoldplatz statt. Ich darf Sie herzlich begrüßen im Weindorf auf dem Luitpoldplatz zum Grünstadter Weinwettstreit und natürlich auch zur Krönung der Designierten der neuen Weingräfin des Leininger Landes. Und so freut mich, dass Anna-Lena Müsel heute zur 67. Weingräfin des Leininger Landes 2016-17 hier gekrönt wird. Ja, sie hat es ja ein bisschen so auch in der Familientradition. Ihre Schwester war ja im Jahr 2009, 2010 schon Weingräfin, die Ellen. Und sie war die Erste, ich bin ja seit 2010 im Amt, als damals diese berühmte Weingräfinnenbranche anstiegen durfte. Da steht sie, sie strahlt und hat sie bestimmt immer noch mit Stolz nach Hause in der Schublade liegen. Und dir, liebe Anna-Lena, wünsche ich dir alles Gute seitens des Vereins Leininger Landers Tourclub Pfalz zu deiner Krönung. Als 67. Weingräfin des Leininger Landes hast du eine große und ehrenvolle Verantwortung bzw. Aufgabe zu erfüllen. Und ich bin jetzt schon mit meinem Grußwort fertig. Liebe Anna-Lena, du hast ein Jahr vor dir, das du mit Sicherheit in deiner Art, wie wir dich kennengelernt haben, mit Cleverness, mit Charme und einer breiten Redebegabenheit, dass du dieses vorzüglich leistest und uns sozusagen viele Freude noch zuführst. Ich wünsche dir alles Gute für dein neues Jahr und mit viel Freude geht es an. Und zur Eröffnung des Grünstadter Weinfestes 2016 unsere 67. Weingräfin, frisch gekrönt, Anna-Lena Müsel. Anna, die Erste aus Obrigheim, ans Mikrofon bitten. Bitte schön. Also zuerst möchte ich mich mal bedanken, dass so viele Leute gekommen sind, so viele bekannte Gesichter. Das ist der Wahnsinn, also wirklich toll, danke schön. Ich möchte mich natürlich auch für die lieben Worte bedanken. Ja, es macht alles was, ja, zu was Besonderem für den Spaß. Liebe Gäste, als 67. Weingräfin das Leininger Land zu vertreten, ist auch für mich was Besonderes. Die Aufgabe, ein Jahr die Verbandsgemeinden Grünstadt-Land und Hettenleinheim sowie Grünstadt mit seinen Ortsteilen zu vertreten, ist eine ehrenvolle Verpflichtung. Ich freue mich, das Amt der Weingräfin in den nächsten 12 Monaten ausführen zu dürfen. Denn es hatte schon immer einen gewissen Reiz für mich. Als ich noch klein war, war es zunächst die Krone, die man wie eine echte Hoheit tragen darf. Dann 2009, 2010 die Amtszeit meiner Schwester Ellen, in der ich als damals 14-Jährige begeistert die zahlreichen aufregenden Termine meiner Schwester verfolgt habe. Und jetzt mit 20 freue ich mich darauf, für mein schönes Leininger Land, unser Zuhause, mit seiner herrlichen Landschaft, dem Wald, den Burgen
und natürlich den ausgezeichneten Wein werben zu dürfen. Ich weiß, dass hohe Erwartungen in mich gesetzt werden und versichere, als 67. Weinkriegerin des Leininger Landes mein Bestes zu geben und den Ansprüchen gerecht zu werden. An dieser Stelle möchte ich mich bei meiner Vorgängerin Franka aus Laumersheim bedanken. Du hast als 66. Repräsentantin beispielhaft für die Region engagiert und das Amt der Weinkriegerin in großer Hingabe gestaltet. Aber für mich hast du dich eingesetzt und mich in den letzten 2 Monaten ein bisschen an die Hand genommen und mich auf meine Amtszeit vorbereitet. Ich möchte die Situation nutzen, um mich bei den Mitwirkenden zu bedanken, dazu Behörden, die Verbandsgemeinden und der Land von Hettel-Leidenheim, der Landkreis Bad Dürkheim, die Ortsgemeinde Obrigheim mit ihren Vereinen und Winzern, der Verein Leininger Land, das Tor zur Pfalz, der Weinbauverband, natürlich auch Frau Pirmann, die uns heute mit der Kutsche abgeholt hat und auch in Zukunft öfters begleiten wird. Nicht zu vergessen Ortsbürgermeister Stefan Muth, die Landfrauen aus Obrigheim, von denen ich auch schon welche gesehen habe, die mich schon seit meiner Ernennung unterstützen, wo sie können. Und natürlich dem Tanzstudio Claudia Dausch mit der Showdance-Gruppe, die uns so toll empfangen haben. Super, das ist doch ein Applaus. Als Winzerstochter möchte ich mich auch bei der Stadtverwaltung Grünstadt, sozusagen meiner Einsatzzentrale, bedanken, dass sie uns Winzern die Möglichkeit gibt, unsere Produkte auf Festen wie diesen zu präsentieren. Der letzte und größte Dank gilt meiner Familie und an alle Helfer, die uns unterstützen, wo sie können und immer bereitstehen, wenn was ist. So, liebe Gäste, das war's jetzt mit den Reden. Ich wünsche Ihnen frohe, verkühlte Stunden. Ich hoffe, dass das Wetter hält, dass wir nicht viel Regen bekommen. Morgen dann hoffentlich mehr Sonne. Und dann möchte ich hiermit offiziell den Weinwettstreit 2016 eröffnen. Zum Wohl die Kalt. Ja, vielen Dank, liebe Annalena, deine Feuertaufe hast du bestanden. Und ich bin sicher, wir werden viel Freude haben in deiner Amtszeit.